Hallo Metropolis. Jan Vinzenz Krause ist Erfinder, erfolgreicher Unternehmer und Kondomberater. Er hat schon zu Schulzeiten entdeckt, dass viele Männer, sogar sehr viele, Schwierigkeiten haben, die richtige Kondomgröße zu finden. Erzähl uns doch mal, wie alles anfing. Ja, das war, als ich Schüler gewesen bin, habe ich gemerkt, Kondome sitzen nicht so toll. Auch viele Freunde haben mir davon erzählt und berichtet, dass ihnen das genauso geht. Und da habe ich mich mit dem Thema beschäftigt und habe mir irgendwann die Frage gestellt, warum gibt es eigentlich nicht Kondome in verschiedenen Größen? Und das hat mich dann auf die Idee gebracht, Kondomberater zu werden und auch anderen Männern dabei zu helfen, das passende Kondom zu finden. Bei mir lassen sich im Monat zwischen 15.000 bis 20.000 Männer beraten. Und da habe ich dann gemerkt, dass schon so circa 70% der Männer Kondome in der falschen Kondomgröße verwenden. Was hat es denn für Konsequenzen, wenn du jetzt die falsche Größe benutzt? Kannst du uns das zeigen? Ja, also ein Einheitsgummi ist zum Beispiel das hier. Ja. Und einfach machen wir mal hier an dem Beispiel mit der Möhre. Darf ich dir die mal in die Hand geben? Ja, kann und das ist, also wenn ich jetzt das Kondom hier drüber rolle, das siehst du, das Kondom ist viel zu groß für diesen, für die Möhre oder für den Penis. Und dadurch kann das Kondom relativ leicht abrutschen. Ja. Oder auch wenn hier der Sperma austritt, dass er dann hier zurückläuft und dann kann es auch zu einer ungewollten Schwangerschaft kommen. Mhm. Das ist dann auch die Gefahr bei diesem Kondom. Ja. Ein anderes Beispiel, wenn das Kondom zu klein ist. Ich nehme jetzt hier mal ein besonders kleines Kondom. Das sieht man auch hier, das ist wirklich eins der kleinsten Kondome, die es gibt. Wenn wir jetzt einen Mann haben, der einen großen Penis hat. Soll ich halten? Ja. Und da wird es dann auch echt schwierig, dieses Kondom überhaupt hier abzurollen, weil wir unheimlich viel Spannung drin haben. Das ist jetzt wirklich viel zu groß, aber du hast jetzt, wenn wir das hier drüber ziehen, bei der Banane, dieser Ring, wenn es so eng ist, das drückt hier unten den Penis richtig stark zusammen. Ja. Und das ist dann unangenehm. Ja, da würde ich jetzt vielleicht auch mal ein größeres Kondom probieren. Wir haben hier die Größe 69, das ist das Größte, was es gibt. Und da sieht man, das Kondom passt wie angegossen. Ist das jetzt eine perfekte Passform oder was würdest du sagen? Also es sieht schon sehr gut aus. Diese Suchlinie ist wirklich sehr groß, also eine Penisgröße, ein Durchmesser ist so im Durchschnitt 4 cm im Durchmesser. Hier sind wir über 5 cm und das haben wenige Männer diesen Penisdurchmesser. Mhm. Wir müssen es jetzt mal messen. Ne? Wie funktioniert das mit dem Messen? Ja, also du gehst ja auf die Webseite und dann kannst du dir das Maßband runterladen. Also. Und das ist aber auch kinderleicht. Hier einmal drum wickelt. Und dann habe ich die Größe 60. Und für speziellere Fragen, wenn man noch mehr wissen möchte, ist der Thomas bei mir. Zu dem können wir mal rübergehen. Und der beantwortet auch Fragen am Telefon. Und es ist auch immer ein bisschen verschieden. Je nachdem, in welcher Tagesform man ist, braucht man mal ein breiteres und mal ein weniger breites. Oder man möchte sich mehr Zeit lassen, dann nimmt man ein engeres Kondom. Das können Sie machen, wie Sie das selbst am besten empfinden. Ja. Ja, melden Sie sich gern wieder. Kein Problem. Gerne. Tschüss. Ja, genau. Das war jetzt gerade so ein Ding. Also er misst und weiß nicht ganz genau, welche Größe brauche ich. Ja, also wir haben dieses kleine Messtool, den Maisheiser, das ist eine Schieblehre, mit der können die Männer messen, wie breit ihr Penis ist. Das ist ja so das, worum es eigentlich geht. Das ist eine Empfehlung, du musst es eigentlich ausprobieren, je nachdem, wie du es auch am liebsten hast. Nimmst du vielleicht mal ein engeres oder ein weiteres Kondom und das Messgerät gibt dir so eine Orientierung von dem, was du brauchst. Und es geht hier nur um die Breite, ja? Ja, ja, die Breite ist das einzige Thema. Deswegen, die Männer haben immer so Angst gehabt vor der Diskussion um Kondome und Penisgrößen, aber es geht wirklich nur um die Breite von ihrem Penis und darum, dass das Kondom zum Penis passt. Ja, der Kunde kommt nämlich wieder, er muss dann gar nicht mehr den Kollegen fragen, welche Größe brauche ich. Das hat er zu Hause jetzt mit dem Maisheißer gemacht. Er geht an das Sortiment, holt sich die passende Größe raus und fertig. Ja. Ja, damit umgeht er auch eventuelle peinliche Fragen. Ja, zu groß, zu klein, wie auch immer. Das, was wir uns Männer eigentlich immer ausmalen, was das Problem ist. Genau. Schlussendlich ist das gar nicht so. Ich war immer im Gespräch auch mit ein paar Kondomherstellern und habe gesagt, hey, wie sieht es denn aus? Wollt ihr nicht mal Kondome in verschiedenen Größen anbieten?
Und die haben mich immer so ein bisschen belächelt und gesagt, ah, die Kondome sind dehnfähig, man braucht keine verschiedenen Größen. Ich bin mit dem Flugzeug bis Singapur geflogen und dann von Singapur bis Bangkok. Da sitzen unheimlich viele Kondomhersteller, weil auch der Rohstoff von da unten kommt, dieser Naturkautschuk. Und da habe ich einen Hersteller gefunden, der gesagt hat, ja, Kondome in verschiedenen Größen kann ich für dich machen. Mhm. Und vor 5 Jahren habe ich dann meine Kondommarke My Size gegründet und auf den Markt gebracht. Und die ist also eingeschlagen. Die Leute fanden das Kondom toll. Also wir schlagen hier im Jahr 5 Millionen Kondome um. 150 verschiedene von bekannten Marken und auch unsere Eigenmarke My Size. Also ich bin zufrieden. Ich habe es als Student angefangen mit einem Startkapital von 500 D-Mark. Alles bei meinen Eltern zu Hause gemacht in Bonn. Ein Kinderzimmer umfunktioniert. Mein Bruder musste ausziehen oder umziehen. Und bin inzwischen schon im Millionenbereich im Umsatz und habe jedes Jahr Wachstumszuwächse so zwischen 25-40%. Also ich denke, sehr erfolgreich. Mit 10 Mitarbeitern ist es ein erfolgreiches, kleines bis mittelständisches Unternehmen. Neben dem bestehenden Produkt, was ich jetzt habe, mache ich mir natürlich Gedanken dazu, wie könnte das Kondom der Zukunft aussehen, ein Kondom in 2040 oder 2050. Und da ist mir die Idee gekommen zu einem Kondom, das man aufsprühen kann, Sprühkondom. What is love but a strangest of feelings? Sin you swallow for the rest of your life. You've been looking for someone to believe in, to love you until your eyes run dry. She lives by disillusion's glow. We go where the wild blood flows. All our bodies, we share the same scar. In dieser Sprühkammer sind mehrere von diesen Düsen drin, ja. Und dass du hier oben einen Knopf hast, auf den du drauf drückst, und dann soll der Mann dieses Gerät hier drüber setzen, ja. Kurz seinen Penis einsprühen. Also wie lange dauert der ganze Vorgang? Ja, also du brauchst so 2 bis 3 Minuten, ja. Bis das dann also auch so aussieht wie hier. Und also Kunst ist dann auch die Erektion so lange aufrecht zu halten, dass du eben dann das nicht vorher abschlafft. Du musst das irgendwo in einem Raum machen, wo du es so, also ich sag mal hier so ein bisschen labormäßig oder in der Badewanne kannst es auch ausprobieren. Und ich habe eigentlich das auch festgestellt für mich, dass das Sprühkondom eine coole Idee ist, aber mit den Möglichkeiten, mit den technischen, die ich hatte, ist es nicht zu realisieren. Vielleicht muss man da in eine andere Richtung denken. Dass das ganz anders, ich habe schon also über Unterdruckgeschichten nachgedacht. Vielleicht könnte das ein Kondom der Zukunft sein, aber dieses Kondom zum Sprühen sehe ich wirklich Schwierigkeiten, das marktfähig zu bekommen.